Mein Kollege Sascha Baumann ist für uns in Ulm. Sascha, du stehst jetzt am Rande des Wohngebiets. Was hat sich da am Wochenende, besser gesagt am Freitag, abgespielt? Ja, am Freitag ist hier gegen 21:15 Uhr ein Großeinsatz der Polizei angelaufen. Spezialkräfte der Polizei schlichen sich zum Haus von Klaus S. und rammten die Türe auf, überwältigten den Rentner in seinem Wohnzimmer. Auch seine Frau soll kurzfristig in Gewahrsam genommen worden sein. Er wurde dann hier hinter mir in der Straße weggebracht. In Handfesseln zu einem Streifenwagen und dann zu einer Vernehmung gebracht. Wie sind die Ermittler jetzt überhaupt auf Klaus S. gekommen? Ja, Klaus S. hat offenbar im Internet Verpackungsmaterial bestellt. Und zwar das gleiche Verpackungsmaterial, das bei den Briefbombenanschlägen sichergestellt werden konnten. Es war also akribische Ermittlungsarbeit der Polizei. Man hat im Landeskriminalamt vermutlich die Reste der explodierten Sprengsätze überprüft und kam dann eben auf ein ganz bestimmtes Verpackungsmaterial, das normalerweise nur im gewerblichen Bereich eingesetzt wird, das aber Klaus S. einige Tage vor den Taten eben im Internet bestellt haben soll. Und so kam man dem Rentner dann auf die Spur. Und wie hoch ist jetzt noch die Sorge, dass es weitere Pakete oder Briefe gibt, die mit Sprengstoff zurechtgemacht worden sind, wenn man so sagen möchte, und von Klaus S. noch vor seiner Festnahme verschickt worden? Ja, die Sorge war in der vergangenen Woche natürlich berechtigt. Das war die große Sorge anderer Lebensmittelhersteller, auch der Polizei. Mittlerweile dürfte sich die Lage etwas normalisiert haben. Man weiß, es sind nicht mehr wie diese drei Pakete in der Postfiliale in Ulm aufgegeben worden. Man kann es also nahezu ausschließen, dass noch weitere Pakete mit Sprengsätzen zu Lebensmittelherstellern unterwegs sind. Das sind immerhin gute Nachrichten. Vielen Dank, Sascha Baumann, für uns in Ulm. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.